Eine sehr, sehr große Kuh. Also, das ist es nun. So scheint es zumindest. Es sieht höllisch aus, wie ein Ort, an dem ein böser König eine Armee von Dämonen züchten könnte. Du musst eben wieder einen Schluck trinken. Ruhe, keine Gespräche, Fotz. Oh. Oh, sorry, dass ich das gesagt habe. Ihr seid hier, um für den Rest eures traurigen Lebens Steine zu schlagen. Hey, deine Mutter. Halt die Klappe, Guy. Wir müssen uns bedeckt halten und sehen, was sich tun lässt. Holt eure Spitzhacken, es ist mir egal, ob ihr durstig, hungrig oder armenlos seid. Ihr werdet diese Felsen zerschmettern, als ob es keinen Morgen gäbe. Hey, Schnuckel, wir heißen dich heute Abend in der Kaserne herzlich willkommen. Dieser verfickte Herr, ich werde ihn umlegen. Um fair zu sein, haben wir versucht, ihn zu verarschen. Du hast es versucht, das war deine Idee. Ey, fick dich, du bist vielleicht ein Depp, aber ein freier Depp. Ich habe dich zu nichts gezwungen. Hör auf zu kläffen, Bitch. Lass dir ein wenig Speichel über den Abend übrig. Du wirst ihn brauchen, hehe. Oh super, einfach scheiße geil. Ich frage mich, ob wir an Dehydration und Überlastung sterben oder zuerst zu Tode vergewaltigt werden. Weiterarbeiten, ihr Säcke. So, dann haben wir hier noch wieder hier verfügbar 8. Können wir den hier machen. Kostet 7. Oder wartet hier. Nach einem kritischen Angriff bleibt Guy mit einem Lebenspunkt zurück, statt zu sterben. Dann würde ich sagen, das machen wir. Was gab es hier? Uns einen Bolzen von einer Leiche zu halten? Na, den brauchen wir nicht. Guys Pferd schlägt mit einer Kehrtwende alle Gegner in der Nähe nieder. Nice. Guy verliert seine Waffe nicht, nachdem er von den Wachen festgenommen wurde. Auch nice. So. Dann müssen wir jetzt eine Minute für klein halten. Nice. Ja, Mann. Hey, Glatzkopf, der Wagen ist voll. Fahre ihn ins Lager. Den? Den Wagen? Sind die überhaupt? Jetzt. Hier. Jetzt sind wir hier. Aber immerhin auf der anderen Seite der Insel. Hier ist noch ein Pimperhorst. Wird Zeit, dass wir hier auch mal alles erkunden. So. Fahre zurück mit dem Wagen. So. Jetzt Lagesteine. So. Komm. Ja. Wagen ist wieder voll. Packen, hacken, den Wagen fahren. Dann Dinosaurierknochen, der da drunter ist. Buddy? Nur, eine Sekunde. Sollen wir etwa gigantische Schädel ausgraben? Ich glaube nicht, Kumpel, nein. Tja, ein Hungertrödel, warum wird hier nicht gearbeitet? Ja, da ist etwas im Boden. Was hast du? Was zum. Was ist das? Alle Mann hier graben. Heilige Scheiße. Drakonis. Ich dachte an eine sehr, sehr große Kuh. Aber ja, es könnte auch ein Drache sein. Warum nicht? Aber Drachen existieren nicht, nicht wahr? Was ist das? Der Teufel? Der Teufel? Der Teufelshund? Wir müssen die Geistlichen rufen. Insassen, das war's für heute. Bringt die Karren zum Magazin und geht sofort in die Kaserne. Wir müssen uns das genauer anschauen. Geh mit Buddy in deine Kaserne. Was zum Teufel haben wir ausgegraben? Ich weiß es nicht. Aber es könnte nützlich sein. Lass uns einfach sehen, was passiert. Zuerst müssen wir uns um unsere blutrünstigen Mitinsassen kümmern. Du meinst arschdurstig. Ja, 7 Steine haben wir auch noch. So. Das ist das Gefängnis. Okay.
Hier haben wir einen Dino ausgegraben. Ich glaube, so wurden Drachen entdeckt. Oder noch nichts mit dem Drachen. So, geh mit Buddy in deine Kaserne. Komm, Buddy. Okay, jetzt oder nie. Du musst den größten Schläger im Steinbruch finden und ihn verdammt nochmal besiegen. Aber warum? Denn so funktioniert ein Gefängnis nun mal, Alter. Zumindest habe ich gehört, dass so der Hase hier läuft. Du vermöbelst den härtesten Wichser, um respektiert zu werden. Du zeigst ihnen, dass du keine Weichei bist. Und dann sage ich, ich bin dein Weichei und niemand passt mich an. Nun. Okay. Seht mal, dieser Koloss, er ist der größte Hurensohn, wir zerschmettern ihn. Boah, es tut mir voll leid für diese Kraftausdrücke. Ein Schlag, der ist down? Was zum... Warum hast du den fröhlichen Billy geschlagen? Er ist ja nettester Kerl im Gefängnis. Er hat mir das Lesen beigebracht. Er hat meine Welpen aus einem brennenden Gebäude gerettet. Dieser Schrott hat dem fröhlichen Billy wehgetan. Erteilen wir ihm eine Lektion. Oh, nö. Hä? Die Wachen machen hier gar nichts. So, und jetzt nur noch du. Ja, nimm das und ich bin sein Kumpel, also wage es nicht, mich zu berühren. Jetzt zurück zu Buddy. Okay, ich denke, wir haben unseren Status hier etabliert. Geil, wer von euch ist geil? Hm. Die haben angefangen. Das geht mich einen Scheiß an. Du hast Besuch. Alle anderen kommen besser in die Kaserne, sonst gibt es Konsequenzen. Geh zu deinem Besuch. Ich hab Besuch? Ich hab Freunde. Oh, da gibt's Leben. Den brauchen wir. Jo. Heißt, wir haben Besuch. Wer ist denn das? Mama? Oh, mein dummer kleiner Junge. Schau dich an. So schlau und doch stets in Schwierigkeiten. Schlechte Gesellschaft, ich wette, das ist der Grund. Ma. Nein, nicht Ma. Hier, ich habe dir dein Lieblingsessen mitgebracht. Eine Kartoffel. Vergiss nicht, dass du beim Essen vorsichtig sein musst. Was? Was soll das? Ist einfach die verdammte Kartoffel, Bastard. Vorsichtig. Und schlaf mal aus. Du siehst aus wie unsere Kuh Nelly auf ihrem Sterbebett. Eine Kartoffel, okay, was? So, wieder Upgrades verfügbar, nice. 4 Stück. Ja, wir können jetzt aber nur das hier oder das hier machen. 10% Rabatt in Läden brauchen wir nicht, aber den hier nehmen wir dann. So. Aber immerhin haben wir da Gold behalten, sehe ich gerade. 2.500. Die Skelett-Crew. Keine Arbeit heute? Nein, die Wachen flippen wegen des seltsamen Skeletts aus. Von mir aus, willst du eine Kartoffel? Die ist von meiner Mutter. Verdammte Scheiße. Ja, ich will eine Kartoffel. Autsch, verdammt, autsch. Fast ein Zahnarbeiter. Was ist das in der Kartoffel? Wow, es sieht so aus, als hätte deine Mutter dort eine Bombe versteckt. Hm, das ist nett von ihr. Ich habe immer gesagt, deine Mutter ist großartig. Wir werden sie gut nutzen. Wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Das ist ein gutes Versteck für die Bombe. Wir haben 3 Möglichkeiten, sehe ich gerade. Ey. Nein. Ah. Komm her. Give up, Bastard! Ah. Komm, ich baue ihn ab. So. Ein Scheißplatz? Verdammt nochmal. Nein, nein. Bleib weg von mir.
Nein. Wenn man wieder Leben auf. Nein. Irgendwie hier meine Fahndung loswerden ist keine gute Idee, oder? Ich lag aus für Felsen. Ich müsste eine Tonne Steine bewegen, um die Bombe wiederzufinden. Stop where you are. Ja, das wird jetzt schwierig, die Wachen hier loszuwerden. Und auch nur ohne Ausdauer. Auch super. Ah, aber wieder immerhin was zu essen. Ja? Ein Wachposten. Nun, selbst wenn er explodieren sollte, wäre das keine sonderlich große Verschwendung. Insassen, wir haben die Kirche über das Skelett informiert und warten auf ihren Besuch. In der Zwischenzeit wird eine kleine Gruppe von Gefangenen mit uns in den nahegelegenen Wald fahren, um Bäume zu fällen, weil der Winter naht. Ein Kirchenbesuch bedeutet, dass jemand auf dem Scheiterhaufen brennen muss. Deshalb willst du Holz, nicht wahr? Dummes Geschwätz, du musst nicht in Panik geraten. Es ist nur ein Standardverfahren zum Holzhacken. Ich bin seit 23 Wintern hier und habe noch nie von diesem Verfahren gehört. Die meisten von uns erfrieren normalerweise nur. Du und du, ihr reitet mit uns. Los. Nun, Guy, ich denke, wir sehen uns später. Jetzt aber mal Klartext, du bist immer noch ein Gefangener. Wage es nicht, dich zu weit zu entfernen, denn ansonsten erhältst du einen Warnschuss direkt in den Kopf. Wollen wir es riskieren? Warte mal, wir sind jetzt aus dem Gefängnis raus. Selber, meinst du mich? Ja, du bist auch aus dem Steinbruch raus, oder? Der Gefangene von Utopien, ihm nach! So, wir müssen... Komm, wir können es jetzt riskieren. Oha, 5 Sterne. Da war ein Hufeisen, aber den können wir nicht nehmen. Tötet ihn! Ja, ihn töten! Nein, 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 nein! Er ist tot. Den können wir nicht gebrauchen. Ja, tot den Ritter. Wo ist Pimper Horse? Da unten. Schnell. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Oh nein. 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 Oh. Boah, aber. Ich glaube, wir könnten es schaffen, ja? Ja. So, das haben wir. Aber wir können es schaffen. So, ich glaube, wir müssen einfach nur weit genug denen folgen. Und dann können wir es vielleicht sogar bis Pimperhorst schaffen. Ja, wir sind immer noch gefangen, aber wir wissen was. Wir müssen denen einfach nur wirklich weit genug folgen, dann noch bis hier Ding. Meinst du mich? Ja, du bist doch aus dem Steinbruch raus, oder? Nein, nicht wirklich. Ach, hör mal, nachdem wir angekommen sind, musst du die kleinen lila Kräuter im Wald sammeln. Klär die alles später. Jetzt noch ein Versuch. Schnell! Es ist nun deine Bestimmung zu sterben. Okay. Nein. Genau, tötet ihn. Nicht mich. Nein. Ja. Auf ihn zu plump. Nein, 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 nein. Oh.
Nein! Du hast den Wagen zerstört. Ich will es irgendwie immer noch versuchen. Muss doch irgendwie möglich sein, ja? Oh, da passt gar kein Leben. So, das alles kennen wir. So. Ja. Dann setzen wir auf. Ja. Du aus dem Weg. Selbst, meinst du mich? Ja, du bist aus dem Steinbruch raus, oder? Nein, nicht wirklich. Aha, hör mal. Nachdem wir angekommen sind, musst du die kleinen lila Kräuter im Wald sammeln. Erkläre dir alles später. So, das war die... Irgendwas mit den lila Kräutern. Hm, da gibt's eine Axt. Wir sind da. Deine Aufgabe ist recht simpel. Einige Bäume fällen. Genug für einen Scheiterhaufen? Nein, für ein gemütliches kleines Feuer, wenn der Winter kommt. Hm? So, da haben wir dann eine Axt. So. Axt wurde zum Inventar hinzugefügt. Da haben wir die Axt. Da haben wir eine lila Kraut. Das sind drei Kräuter, ohne auf der Karte markierten Bereich zu lassen. Da haben wir den ersten. Da läuft irgendwie eine Wache rum, sehe ich gerade hier auf der Map. So, bis hierhin sind wir gekommen, bisher, also nicht weit. Boah, ich sehe gerade, wir hätten auch einfach die ganze Zeit hier geradeaus. Und da wäre Pimperhorse. Da haben wir noch ein Kraut, da. So, einen brauchen wir noch. Da kommen wir jetzt irgendwie nicht durch. Hallo? So. So, und da haben wir noch einen. Hey, das ist kein Spaziergang in einem Park. Hier und für ein paar verdammte Bäume. Halt, stopp dieses Baummassaker. Baum, was? Wer zum Teufel bist du? Lang leben die Blätter. Hey du, sei doch so freundlich und schwing deine verdammte Axt. Ne. Hier, Wasser. Kämpf doch selber gegen die. Ist nicht meine Aufgabe. Hier. Meinetwegen geht ihr, könnt ihr drauf gehen. Ist nicht mein Job. Die Wache ist doch... Warum? Digga, das wäre so schön, während die Wache jetzt tot wäre. Einfach draufgegangen. Und ich könnte jetzt meine Freiheit genießen, meine neu erworbene. Ja, egal. Ja, halt, stopp, dieses Baumassaker. Oh. Hey, aus dem Weg. Oh. Das ist ein Schwert. So, jetzt haben wir wieder ein Schwert. Was zum Teufel? Das war nicht übel, verdammte Baumhüter. Ich glaube, es reicht jetzt. Wir ziehen besser ab. Hey, Glaskopf, du fährst den Wagen. Wir haben jetzt aber immerhin wieder ein Schwert. Immerhin wieder. Los jetzt und versuch nichts Dummes. Ich habe einfach nur wieder mein Schwert. Bin ich richtig froh. Geh zurück zum Steinbruch.
Hast du die Kräuter? Ja, doch, was genau ist das? Eine stark halluzinogene Pflanze. Bei hohen Temperaturen werden dann gepreiset. Du hast versucht, was? Ich hab nicht versucht wegzulaufen. Nein! Ich hab's nicht versucht. Hier, ich reite zum Steinbruch, siehst du? Ich bin auf dem Weg zum Steinbruch. Hier, hier. Hier, ich bin im Steinbruch. Hier. Ich bin im Steinbruch. Hier. Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Nicht versucht wegzulaufen. Bin denen gefolgt. Ich bin sogar zurück zum Steinbruch. Ach ne, müssen wir jetzt die. Ach ne. Ja. Komm. So, jetzt haben wir wieder ein Schwert. Ja. Gut, dann fahren wir wieder zurück. Dann könnt ihr gerne unten selber lesen. Ich werde jetzt mich auf die Reiterei konzentrieren. Ich will nicht wieder Fahndung haben. Ich werde jetzt ausnahmsweise mal nicht mitlesen. Was ich schade finde. Weil ich will jetzt nicht nochmal irgendwie Fahndung kriegen. So, den müssen wir folgen. Um da zu kommen. Wenn wir sie im Steinbruch verbrennen können, können wir genug Chaos stiften, um zu entkommen. Wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Gut, das ist klug. Ich bin ein Kräuterkenner. Clever ist mein zweiter Name. Danke für die Hilfe. Geh zu deiner Kaserne, schlaf dich besser aus, da wir morgen ein paar heiße Gäste haben. Hehe. Wieder ein Schwert. Und eine Spitzhacke. Wir haben Schwert im Gefängnis und da wurde uns nicht weggenommen. Buddy, hey Buddy. Also du willst mir sagen, dass es hier einen Kräuterkenner gibt, der halluzinogenes Kraut hat. Yep. Und wir haben eine Bombe. Richtig. Und morgen treffen die Vertreter der Kirche ein, um das Skelett zu untersuchen. Genau. Nein, mein Liebster, mein einziger Freund, sagen wir, morgen könnte ein sehr interessanter Tag werden. So, und wir haben wieder Skillpunkte zu vergeben. Wir können Scheiße sammeln oder 10% Rabatt kriegen. Oder hier, nehmen wir das. Als nächstes brauchen wir 6. Ja, das und das ist, spricht mich irgendwie eher wenig an, aber naja, wir wollen ja eh hier alles voll haben. Den haben wir schon mal voll, ist immerhin eine Sache. So. Ja. Dann Scheiterhaufen, gehen Himmel. Alter, das Treffen mit dem Kirchenbeamten beginnt gleich. Beeil dich. Wert haben wir immer noch. Ja, Scheiterhaufen. Natürlich. Einen Stock haben wir aber nicht zum Anzünden. Schade. Spanische Inquisition. Natürlich. Ich bin Special Agent Pedro, FBI. FBI. Föderales Büro der Inquisition. Sehr spanisch, sehr überraschend. Wo ist der Verdächtige?
Zentrales Büro der Inquisition. Genau hier. Es ist das Skelett. Ist es aus der Hölle? Sind wir verdammt? Ist es ein Drache? Es ist noch zu früh, dies zu beantworten. Kommen wir unserer Aufgabe nach. Wir übernehmen diesen Fall. Sind die Scheiterhaufen bereit? Scheiterhaufen? Das sind also keine gemütlichen Lagerfeuer? Die Scheiterhaufen sind bereit. Ja, die das Skelett ausgegraben haben, sollten es sich dort gemütlich machen. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für einen Kräuterkenner zu finden. Vor allem, da du jederzeit auf dem Scheiterhaufen landen könntest. Ich bekomme die Bombe. Finde den Kräuterkenner. Da ist er ja. Ich denke, jetzt könnte eine gute Zeit sein. Das habe ich auch gedacht. Ich habe in den Scheiterhaufen ein paar Kräuter geworfen. Habe die Ehre und zünde sie mit dieser Fackel an. Weißt du schon, was du als nächstes tun möchtest? Wir werden die Mauer sprengen. Einfach, trotzdem effektiv. Vergiss dabei nicht, den Atem so lange wie möglich anzuhalten. Die Dämpfe könnten dir eine wahrhaftige Reise zum Mond und zurück bescheren. Du findest mich im Fischerdorf, wenn du dich zurückgezogen hast. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. So. Jo. Nicht hier ab. Ui, jetzt wird's richtig bunt. Oh, das feiere ich gerade. Da ist der letzte. Okay, jetzt habe ich. Ich wollte es, ich will wirklich etwas Hühnchen. Ich finde ein Hühnchen, da haben wir ein Hühnchen. Das ist nicht das Hühnchen. Nice. Wir sind high. Yay. Geil. Warum isst du Schlamm? Buddy. Ja, das klingt lustig. Ich glaube, wir sind heiger. Ich fühle meine Haare. Na, so eine Scheiße funktioniert nie. Funktioniert nie? Was? Mach was. Irgendwas. Cool, gute Arbeit, Alter. Was? Du bist wirklich gut in diesen Spielereien. Du brauchst mich nicht mehr. Zur Hölle, ich weiß nicht einmal, was los ist. Mann, ich würde jetzt für etwas Speck töten. Frag mal Buddy, ob er Speck hat. Wo ist Buddy? Buddy, hast du Speck? Was zum Teufel? Bist du gerade aus der Luft gekommen? Wo ist es? Wo ist das Skelett? Gut, wir sind nicht alle nur Skelette. Nur mit Fleischspeck der Skelette. Alter, hast du jemals darüber nachgedacht? Ach, boah, du hast recht, Mann. Als Inquisitor sieht man echt abgefahrene Kacke, weißt du? Warte, eine Hauptsinne sagen mir, dass in der Nähe Gefahr besteht. Schnapp dir diese Axt. Wie zum Beispiel eine Gefahr besteht. Gut, töte den roten Drachen. Was? Komm. Da ist noch einer. Geil, das müssen wir herausfinden. Ich bin verdammt high, aber wir müssen die Wand sprengen. Oh, die Bombe, aber ich fühle mich wie in Slow Motion. Du musst bei mir bleiben. Später, Dudes. Oh nein, warte. Eins. Noch etwas. Du, weißt du, wo sich die Residenz des Bischofs befindet? Die Inquisition braucht möglicherweise etwas Hilfe. Später, wow. Bist du dabei? Ja. Scott Buddy, koste es, was es wolle. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber er ist dein Kumpel. Ich glaube, ich bin sehr langsam. Bin ich wirklich langsam, geil? Ja. Okay. Hey. Hey, Buddy!
Buddy! Hey, lass Buddy in Ruhe! Komm, Buddy! Jetzt beweg dich, Buddy! Ja? Komm, Buddy, hier! Hier ist geil, hier ist gut! Ja, Mann! Okay, bereit? Auf 3. 1, 2, 7, 10, 1, 5, und 9, 3. Wir müssen rennen. Schnell! Es gibt da einen Ort, mein lieber Freund. Ein wunderschöner Palast. Ich werde dich dorthin bringen und wir werden abdancen. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Lauf! Schalt auf und geh nicht mehr lauf! So, wohin? Wo müssen wir hin? Eine Schinkenscheibe auf einem Butterbrot. Ja, warte mal, was? Ich habe da eine Idee, Alter. Für eine Mahlzeit. Eine Schinkenscheibe auf einem Butterbrot. Sie wäre überall, wie Sand. Das wäre verlockend, wie Hexerei. Also würde es Sandhexe. Hexerei heißen. Sandhexerei. Hm? So, dann müssen wir hier hin. Hühnchen! Boah, das war ja was. Fühlst du dich besser? Irgendwie, aber ich denke, ich muss ein wenig schlafen. Nice. From a baboon's bar. Thank you.